Moin. So, Tag 6. Mal wieder schön ausgeruht. Geht los. Ich habe hier übernachtet. Fischerstube. Echt schönes Hotel. Kann man gut essen. Und jetzt heißt es, die letzten und auch schönsten Kilometer nach Thale zu machen. Wir haben es jetzt 8:45. Na, mal gucken. Wenn ich um 1 da bin, ich hab's nicht eilig, dann kriege ich vielleicht mal Zug oder was auch immer noch in die Heimat. Liegt hier so schön in so einem Tal. Und wir folgen jetzt die ganze Zeit der Bode durch das Bodetal. Ich laufe hier gerade zu lang. Schaut mal. Ein Feuer, das ist ein Salamander. Hey. Ah, die Sonne kommt raus. Herrlich. Über Nacht hat es wohl ein bisschen geregnet. Naja. Sieht wohl nicht so aus, als wenn viel runterkommen würde. Nachher. Kurzer Rast. Ja. Wow. Nee, da möchte ich nicht runter. Beeindruckend, wie sich der Fluss im Laufe der Zeit hier ins Massiv reingefräst hat. Schroffe Natur hier. Hey, was? Er weiß auch, dass er gefilmt wird. Schön. Thale, 5,2. Ich weiß noch, wo der 95 stand. Vor ein paar Tagen. Schön. Schon atemberaubend. Das ist schon beeindruckend. Wie muss sich das im Grand Canyon wohl anfühlen? Wahrscheinlich noch gewaltiger. Aber das ist schon. Das Licht ist hier. Wahrscheinlich einer der letzten Anstiege hier. Bald geschafft. Wow, 50 Meter runter. Oh, krass.
Da unten. Da haben wir es bald geschafft. Boah, das wird mir ganz mulmig hier oben. Hilfe. Ich denke, der letzte Aufstieg. Der letzte Pass. Und so langsam werden das auch immer mehr Wanderer hier. Und jetzt geht's da. Tale. Jawohl. Da unten die Bode. Das ist schon hoch hier. Junge, Junge. Das ist so ein bisschen wie in den Alpen. Von mir hätte gesagt, das ist kein Weg, das ist ein scheiß Flusslauf. Guck mal, wie das da alles ausgewaschen ist. Heftig. Der Bodekessel. Ah, Endspurt. Die ersten Dächer wieder. Ha, schön. Also wenn ihr mal den Hexenstieg lauft, dann macht es echt von Osterode nach Tal. Das ist echt ein Highlight hier zum Schluss. Andersrum, dann habt ihr so einen dämlichen Abstieg da, Lehrbach, runter nach Osterode. Das ist nicht so ein Ende. Aber das hier ist gewaltig. Das hier ist zutiefst beeindruckend. Rau. Schroff. Das ist Harz. Leihwort. So ungefähr noch 2 Kilometer bis nach Thale. Gasthaus Königsruhe. Mit Kinderwagen sind sie bis hier gekommen, okay. Wohl auch nicht mehr weiter denn. Das war mit Whirlpool, ey. Der ist wahrscheinlich da unten in der Bude. Ah, ich kehre hier ein, ich mache jetzt Ende. War echt gut, hat Spaß gemacht. Auch wenn ich die letzten Tage allein unterwegs war, habe das Beste draus gemacht. Urlaub genossen. Die letzten Meter sind jetzt auch noch zu schaffen, denke ich. Ja, mit Sicherheit. Ein paar Mal gestolpert, zum Glück nicht auf die Fresse gefallen. Ja, besucht den Harz, ist schön, echt. Besucht die Heimat, meine Heimat. Ich gehe jetzt die letzten Meter, die Richtung, und dann reicht's bald hin. Moin! Moin! Ja, heute Morgen 8 Uhr losgefahren, Benny abgeholt. Wir sind jetzt aktuell, haben wir das 12:30 durch. Wir sind in Thale. Wir werden mal schauen, ob Paul hier irgendwo liegt. Ob er hier irgendwo liegt. Nein, Spaß beiseite, wir haben schon telefoniert. Er kommt also jetzt gleich runter. Wir gehen ihm entgegen. Und ja, telefonisch hat er sich gemeldet. Jeden Abend. Aber ich verrate euch nicht, wo er geschlafen hat. Ich schon, wartet ab. Die letzten Meter. Hexe. Wetter, wir haben um die 9 Grad. Es fängt wieder an zu regnen. Typisch. Typisch. Ja, der Harz ist halt was anderes als die Lüneburger Heide. Schauen wir mal. Gucken wir mal, ob wir ihn schon sehen. Aber ich sehe ihn noch nicht. Ich bin noch gut in der Zeit. Ich dachte so gegen 13 Uhr in Thale zu sein. Hab mir gut Zeit gelassen auf den letzten Metern.
Jetzt ist 12:30. Passt perfekt, würde ich sagen. Schon ein bisschen schade, finde ich, dass es schon vorbei ist. Ja, irgendwann geht auch das Schönste mal vorbei. Das ist einfach so. Ah, ich erkenne noch mal die Schweine am Gang. Nein. Wer kommt da? Da kommt da, der verlorene Sohn. Hi! Moin hier, hi! Benni, Stefan! Ja. Ja, ey! Bevor meiner Zeit, 13 Uhr habe ich gesagt. Ja, wie wir uns verabredet haben. Krass, dass ihr hier seid. Schön. Warte. Freut mich. Ja. Wie geht's dir? Ja, super. Hast du gut geschlafen letzte Nacht? Ja, letzte Nacht auf jeden Fall. Die Nacht davor ein bisschen scheiße. Wo hast du denn geschlafen? Ja, im Hotel habe ich geschlafen. Ich habe Urlaub gemacht. Die hat mich alleine gelassen. Da habe ich Urlaub gemacht. Das war dir gegönnt. Ja, Mann. Ja, Paul. Ja. Was möchtest du erzählen? Oh, war eine lustige Reise. Du hast einmal in der Natur geschlafen und... Ja, nachdem wir uns getrennt haben, richtig. Ja, einmal. Ja. Und oben auf dem Brocken, wieso hast du dich entschieden, dann da zu nächtigen in dem Hotel? Ihr habt euch entschieden abzubrechen, ja? Ich bin wenigstens noch hochgelaufen. Ja, und dann hast du festgestellt oben? Ja, ich hätte noch Ewigkeiten weiterlaufen sollen dann wahrscheinlich. Und es wäre dann hart geworden, weil es war wirklich alles pitschepatsche nass. Ja. Auch meine Stiefel waren völlig durch. Ja. Und ja. Genau. Das war auch meine Befürchtung. Wenn wir da oben rüber gehen über den Brocken, dann hätten wir noch ein paar Stunden auf jeden den Fall. Abstieg. Dann ein Lager bauen. Auf jeden Fall. Hättest du gesagt, du möchtest da oben nächtigen? Ja, natürlich. Ich hätte da oben auch mit euch in der Buttnick gepennt. Garantiert. Ja, das wissen wir. Und das hätten wir durchgezogen. Na ja. Aber so ist es anders. Hey, die habe ich vorhin schon mal erwähnt. Alles Schlechte hat auch was Gutes. So konnte ich meinen Urlaub genießen. Ja, dich hat keiner genervt. Nein, ihr habt mich auch so nicht genervt. Das holen wir nach jetzt. Okay. Ja, eine Nacht machen wir noch. Wir laden jetzt erstmal Paul ein. Ja, dann gucken wir mal, dass wir ein paar Bratwürste kriegen. Genau, ein paar Bratwürste. Ein bisschen Wasser. Ich habe noch Futter mit, ohne Ende. Dann, viel zu viel dabei gehabt. Heute gibt's gutes Essen? Ja, habe ich gestern auch gehabt. Schöne Forelle. Ich esse zwar keinen Fisch, aber die war lecker. Alter, das gibt's ja nicht. Gut. Ja, schauen wir mal. So, wo ist denn hier der Endpunkt? Die letzten Meter. Und nicht mehr alleine. Okay. Haben sie mich wieder eingefangen. Sehr genial. Echt, feiner Zug. Finde ich gut. Aber jetzt reicht's auch hin. Da sind wir an diesem dämlichen Start oder Endpunkt vorbeigelaufen. 600 Meter jetzt nochmal wieder zurück. Nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Irgendwie habe ich es geschafft. Fühlt sich gut an. Kann man nochmal machen. Ja, Startziel. Sind wir dann vorbeigelaufen oder was? Ja, sind wir.